Ja, hallo Lieben, das ist schon mal Paterapod, Beziehungscoach und so weiter. Und wir haben mal wieder eine Mail mit dem beliebten Thema: Kann ich mit meinem Bindungsängstler nicht einfach Bettsport haben, ohne irgendwelche Konsequenzen? Ja, aber ich kenne die Frage gut. Gab mal Zeiten in meinem Leben, wo ich mir die auch mal gestellt habe. Und ja, man wird ja manchmal hart getestet vom Universum. Ich kann mich da auch noch an Situationen erinnern, wo ja, wo sowas angeboten wurde und man das hat sich durch den Kopf gehen lassen. Und ja, dann, wie wahrscheinlich diesem Zuschauer ja auch feststellen muss, das ist nicht der Weg. Also, Nachricht von Ignazkola. Hallo Christian, ich bin schon seit über 2 Jahren treuer Fan von dir und habe auch schon einige Kurse gemacht. Zu meiner Frage, ich habe vor einiger Zeit nach meinem Eheaus einen Mann kennengelernt, mit dem es nun nur ein halbes Jahr lang hielt. Er war stark, das ist ja, ja typische Zeit, er war stark bindungsängstlich und ich habe mehr gelitten, als es schön war. Ich habe mich getrennt und er ist direkt in die nächste Beziehung. Ich habe sehr gelitten und viel geweint. Ich weiß, no contact. Aber er hat sich immer mal wieder gemeldet. Und leider war ich nicht stark genug, um den Kontakt abzubrechen. Ja, das ist aber nicht, was ich lehre. Und das ist nicht, was meine Kurse lehren. Das muss ich mal ganz klar sagen. Meine Kurse lehren und ich lehre absolute Klarheit, was Beziehungen angeht. Keine unklaren Beziehungen führen. Keine, vor allem wenn man sein Liebeschip, sein Beuteschema umprogrammiert, keine Freundschaft plus, keine Affären, keine Dreiecke, keine Freundschaften mit Menschen, von denen man mehr will, nichts. Das ist meine Lehre. Und nicht weiter Kontakt zum Ex zu halten, das muss ich ganz klar sagen. Und meiner Ansicht nach, also wenn mir jemand sagt, er kommt nicht voran, das ist immer das Erste, was ich frage, hast du noch Kontakt zu irgendeinem Ex? Und das ist immer so, das ist der Hauptpunkt, warum man nicht weiterkommt. Gib nicht mir die Schuld, ich habe das Universum nicht gemacht, aber so ist es, ne? Aber er hat sich mal wieder gemeldet und leider war ich nicht stark genug, den Kontakt abzuhören. Ich habe immer das Gefühl, wir seien noch nicht fertig. Ja, du bist nicht fertig mit ihm, auf jeden Fall. Und klar, er mit dir sowieso nicht, weil er spielt ja das, ich habe mein schwarzes Notizbuch und halte mir wahrscheinlich nicht nur dich warm. Das ist halt das Spiel deines Freundes, ja, was du mitspielst, ne? Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, er wollte mich warm halten für den Fall, dass es mit der Partnerin nicht klappt. Ja, du stehst in seinem kleinen schwarzen Notizbuch drin, genau. Ich habe die Zeit genutzt, um an meinen Themen zu arbeiten. Ja, aber du bist nicht auf null Kontakt gegangen. Sorry, dass ich so streng bin, aber das ist leider notwendig, ne? Meine ich. Wenn ich einen Mann kennenlernte, konnte ich mich, hatte auch eine lange Datingpause. Nein, das ist keine Datingpause. Das ist nicht, okay, heute mal strenger, Christian. Das ist keine Datingpause, wenn du noch mit deinem Ex schreibst. Das ist keine Datingpause, das zählt nicht. Wenn ich einen Mann kennenlernte, konnte ich mich leider noch nicht verlieben. Ja, nothing beats the fantasy. Alter, sehr weiser Spruch aus der Umprogrammierung des Liebeschips-Szene sozusagen. Solange du noch in der Fantasie hängst mit dem Ex, verliebst du dich in keinen neuen Menschen. Es sei denn, der ist genauso toxisch. Ach übrigens, Zebra ist back. Wer kennt's noch von den ersten Videos, könnt ihr gerne mal mit Sternchen kommentieren oder irgendwas, irgendein Signal. Genau, von den Bad Boys, die ich vorher gedatet habe, lasse ich ja nur die Finger. Nee, tust du nicht. Du schreibst dir noch mit dem. Und in die Netten kann mich noch nicht verlieben. Ja, solange du die Bad Boys mit denen weiterschreibst, wird sich da auch nichts tun. Sorry. Das ist so. Ich habe die Welt nicht gemacht, ja. Vor kurzem hat sich der Mann Bindungsängster gemeldet. Die Beziehung mit der anderen ist vorbei. Wir haben uns getroffen und haben Halmer gespielt. Ja, also nicht nur, auch Indoor Olympics. Weil
die und Indoor Olympics so phänomenal waren, dass, Leute, es hat nichts mit Liebe zu tun, nichts mit Beziehung, nur, ich weiß, ich bin so wie so ein Kamel, was das jedes Mal sagt, es ist einfach nur Hormone, intermittierende Verstärkung, Stresshormone, so ein Hormoncocktail. Ich habe das Gehirn nicht gebaut. Ihr könnt es nur so und so nutzen. Ihr könnt es nutzen wie eine Junkie-Station oder ihr könnt ruhige Beziehungen führen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann das auch niemandem abnehmen. Ne? Wenn euch das Spaß macht, go for it. Ne? Aber ich frage mich immer, ist es das wert für 5 Minuten, 10 Minuten, halbe Stunde meinetwegen Bettsport, sein ganzes Leben irgendwie beziehungsmäßig on hold zu stellen, ist es das wert? Aber das muss jeder selber wissen. Ne? Und ich ja mittlerweile erkannt habe, dass er zu keiner tieferen Bindung fähig ist. Ja, das hängt alles zusammen, weil mit einem bindungssicheren Menschen wäre es sicherlich entspannter, auch der Bettsport. Aber it's up to you. Was ist, willst du mehr gewichten im Leben? Ne? Kann ich dir nicht abnehmen, kann dir keiner abnehmen. Dachte ich, dass ich einfach Bettsport haben könnte, ohne irgendwelche Erwartungen. Es geht aber nicht, wenn man es geht für manche Menschen vielleicht, die wirklich, denen wirklich alles völlig wurscht ist, aber dir ist das nicht. Du willst ja mehr mit ihm und du zeigst, kann man ja schon sehen, so liebessüchtige Anwandlungen und dann kann man nicht einfach mit jemandem Sex haben. Sorry, geht nicht. Fragen sich ganz viele, ist eine der typischsten Fragen, kann ich nicht einfach weiter ins Bett gehen mit dieser Person und trotzdem an meiner Liebessucht arbeiten? Nee, geht nicht. Als wir dann einschlafen wollten, wurde mir übel, ich musste aufstehen und habe mich übergeben. Außerdem konnte ich nicht in den Schlaf finden, weil mein Herz raste und ich viel zu unruhig und in einem Angstzustand war. Ja, wenn ich jetzt nicht schon weiter unten mal gelesen hätte, dass du in Therapie bist, das ist natürlich immer, wenn man konkrete psychische Symptome hat und die entsprechende Indikation da ist, sollte man das natürlich machen. Und ich kann natürlich jetzt nicht aus der Ferne sagen, warum du jetzt so reagierst, das musst du mit deinem Therapeuten besprechen, aber grundsätzlich kann ich schon sagen, dass der Körper häufig auf diese toxischen Beziehungssituationen sehr stark reagiert. Meine Übelkeit ist schon richtig stark, aber dass der Körper einem irgendwo zeigt, sorry, mir gefällt das hier gar nicht. Ich kenne auch so ein total krasses Katergefühl oder viele sagen auch so Erschöpfung oder kann das jetzt aber nicht belegen. Entzündungen sagen auch viele. Wirkt nicht so wie eine ruhige, stabile Beziehung. Ich konnte dann irgendwann allein auf der Couch einschlafen. Was war das? Ja, also ich meine, wenn man bindungsängstlichen Partner datet und das seine ganzen Themen anträgert, dass man da nicht ruhig schlafen kann. Das ist eines der Hauptsymptome, dass man nicht mehr schlafen kann. Ne? Wundert mich jetzt nicht, aber wie gesagt, besprich das mit deinem Therapeuten. Das Problem hatte ich schon vor 2 Jahren mit ihm. Er nimmt es persönlich, macht es mir eher schwer, mit dem ganzen Thema des Nebeneinander Schlafens umzugehen. Warum willst du partout diesen Bindungsängster daten, der dich nicht daten will, der nur Nebenleistungen mitnimmt, der keine Beziehungen will, bei dem du nur im schwarzen Notizbuch stehst und wieder abgeschossen wirst, wenn es ihm passt und wenn nicht, dann durch irgendwelche Dreiecke gezogen wirst. Warum willst du den unbedingt daten, wenn es dir auch noch körperlich schlecht geht? Warum? Das musst du dich fragen. Hat vielleicht auch mit deiner Biografie zu tun. Wie gesagt, es gibt ja immer Gründe, aber du bist ja dann, kannst ja da alles besprechen mal. Vor 2 Jahren habe ich auf seinen Drängen hin versucht, ihm zu erklären, dass es mir schwerfällt, neben ihm zu schlafen. Und er meinte daraufhin, dann seien wir wohl nicht kompatibel. Ja, Affäre nur recht geben. Ja, das seid ihr wohl nicht. Und zog sich zurück. Seitdem ich von meinem Ehemann getrennt bin, schaffe ich es nicht mehr, neben meinem Mann zu schlafen. Auch nicht neben den Lieben. Gut. Wie gesagt, also gerade weil das ja scheinbar nicht nur bei ihm so ist, ist das, glaube ich, besser, wenn du das dann in der Therapie besprichst. Vielleicht ist auch was anderes, keine Ahnung. Aber ich kann nur sagen, wenn man sich noch, und das tust du noch, in toxischen Kontakten befindet,
kommt man nicht so recht vom Fleck. Und da können so einige Symptome auftreten. Ob das jetzt direkt damit zusammenhängt, weiß ich natürlich nicht. Aber sicherlich keine safe, psychisch stabilisierende Situation. So, ne? Mit meinem Ex-Mann hatte ich diese Problematik nie. Ist es meine passive Bindungsangst, die mich daran hindert? Das kann ich so gar nicht sagen, weil das, du musst erstmal aus dem Kontakt zu für dich unsicheren bis toxischen Beziehungssituationen vorher kannst du dir deine Themen gar nicht angucken. Das ist so, als wenn du weiter trinkst. Ich weiß, das ist ein harter Vergleich, aber ich sag's dir mal, als wenn du weiter trinkst, obwohl du vielleicht ein Alkohol hast mit Trinken, ein Thema hast mit Trinken, und gleichzeitig versuchst, die Themen, die da drunter liegen, anzugehen. Aber du kommst ja nicht dran, weil das noch drüber liegt, so, ne? Ja, kann gut sein, dass du passive Bindungsangst hast. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur der erste Schritt ist, aufzuhören, diese Kontakte zu führen. Das ist meine Meinung. Mach, was du meinst. Mein Therapeut meint, mein inneres Kind fühle sich nicht sicher und da könnte ich nicht einschlafen. Halte ich für eine sehr nachvollziehbare Begründung, absolut. Ich fühlte mich allerdings in dieser Nacht eher wie auf einem schlechten Trip. Ja, ich sag ja, das ist Trip, du benutzt schon diese Worte. Für mich ist das kein Unterschied zu Drogen. Deswegen habe ich da auch eine ganz klare Haltung zu. Und selbst ich kenne Leute, die hören auf mit ihrer toxischen Beziehung und haben so regelrechte Junkie-Träume, träumen wirklich nächtelang von ihrer Droge und ja, was soll man dazu sagen? Ich habe das Gehirn nicht gebaut. Ja, es war sicherlich wichtig für Menschen, also für die Biologie, die wir haben, dass wir Beziehungen führen, weil so stammesgeschichtlich konnte eine Frau sicherlich nicht aufgrund des zweibeinigen Ganges und vielen anderen Sachen und wie Menschen Kinder geboren werden, sicherlich angewiesen auf einen Mann am Anfang oder Strukturen und dafür haben wir so ein krasses Bindungs-Verliebungssystem mitbekommen und da muss man jetzt irgendwie seinen Frieden mitfinden so, ne? Und richtig bespielen das Ganze. Aber naja. Und so, wie du das gerade bespielst, wie gesagt, ich kenne das alles, habe ich früher auch gemacht, ist das wie eine Droge, ne? Und deswegen fühlst du dich wie auf einem Trip. So, ne? In dieser Nacht hatten wir auch noch viel geredet. Er meinte, wenn wir uns mal ein paar Mal gedatet haben, wollte ich bestimmt mehr und er müsste dann überlegen, was er da mit mir macht. Intermittierende Verstärkung. Ich will es nicht nochmal erklären, habe ich bestimmt 75 Videos so gemacht. Mach die Kurse. Ich weiß jetzt auch nicht, welche du hast. Psychologie, erstes Semester, muss man, es ist eigentlich alles gar nicht so kompliziert, man will nur die Konsequenzen einfach nicht tragen irgendwie, ne, will nicht durch diesen Entzug durch, so, ne? Ja. So, das heißt, er will wieder nichts von dir, wie immer, ne, ist ja auch sein gutes Recht, also ich kann auch nicht mal sehen, dass er dich jetzt irgendwo belogen hat oder so. Er will einfach keine feste Beziehung führen und sehr wahrscheinlich ist es aber auch unehrlich, wenn ich das hier so sehe, aber kann ich jetzt aus den paar Zahlen nicht sehen, weil scheinbar, weiß nicht, ob seine Freundin immer davon wissen, dass er sich noch mit seinen Exen schreibt, wahrscheinlich nicht. Müsste ich dann überlegen, was er mit mir macht? Ja, du kommst in sein schwarzes Notizbuch und das war's, ist doch klar. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen Mann wolle, der kein Vertrauen hat, der mit mir mit angezogener Handbremse in die Beziehung geht. Der will einfach keine Beziehung. Das ist keine angezogene Handbremse. Er will es einfach nicht. Letztlich ist er auch einfach nicht verliebt genug in dich, dass er nur dich will. So, ne? Und immer wieder emotionale Distanz schafft durch Verletzungen. Ja, dann date ihn nicht. Du kannst ihm das nicht aufbürden. Das kannst nur du lösen. So, ne? Anscheinend kann ich nicht einfach nur Indoor Olympics haben. Ja. Das ist leider die bittere Erkenntnis, die in dieser Phase des Weges kommt. Ja, ist so. Ein Teil von mir weiß, dass eine Beziehung sinnlos ist. Ja, das ist hoffentlich der rationale Teil, weil das ist absolut sinnlos. Er will es ja gar nicht. Der andere Teil denkt, dass dieser Typ ein Traummann ist. Oh,
Das hast du jetzt nicht ernsthaft geschrieben, oder? Was ist denn das für ein Traum, Mann, der keine Beziehung für dich will? Was für ein Podest stellst du ihn denn? Es ist halt immer das, ein bisschen das Problem, dass das, was wir nicht haben können, dass das plötzlich so wertvoll ist, aber du stellst ihn mit Sicherheit auf den Podest. Vielleicht ist er hot, weiß ich nicht, aber er ist kein Beziehungsmaterial. Also insofern ist er vielleicht ein Traummann für eine Nacht, aber wenn man eben so ein Liebeschip hat wie du gerade, ja, kann man das nicht darauf beruhen lassen, sondern will mehr und dann gerät man in diese Spirale, ne? Danke für dein Herz, für deine Arbeit. Gern geschehen in diesem Sinne. Macht die fucking Kurse und haltet euch auch dran, was drin steht. Und wir sehen uns bald wieder.